Ja, so befinden wir uns mal wieder im Hauptbildschirm von Imperator Rome. Hätte ich ja so nicht gedacht. Ich habe gedacht, okay, vielleicht mal in 10 Jahren so als Projekt alte Spiele nochmal antesten, die nicht so gut gealtert sind oder irgend sowas. Ja, aber Paradox Interactive hat hart dran gearbeitet. Patch 2.0 und der Heirs of Alexander DLC wurden released. Adden viel neuen Content ins Spiel, haben das Spiel komplett umgekrempelt. Und natürlich nutze ich dann die Gelegenheit und startet auch ein neues Projekt, jetzt auch wo Europa Universalis 4 bereits ausgelaufen ist, habe ich ja auch wirklich sehr gut getimt, muss ich sagen. Und wir spielen natürlich mit Rom. Was auch sonst, das Spiel heißt Imperator Rome, da spielt man natürlich auch mit Rom. Wobei das Livestream-Projekt, was jetzt dann startet am Freitag, zu den üblichen Zeiten, wird nicht mit Rom sein, aber das wäre auch blöd, wenn ich einmal ein Projekt auf YouTube als Videoprojekt und dann einmal ein Livestream-Projekt bei es mit Rom machen würde. Was gibt es zu 2.0 zu sagen? Ich habe ein paar Videos schon darüber gemacht. Es wurde eigentlich alles umgekrempelt, was es so gibt im Spiel. Ich bin kein Experte für Imperator Rome. Ich bin aber auch kein kompletter Vollloop. Das heißt, ich kenne mich mit den Basics gut aus und ich werde mich wahrscheinlich auch noch weiter reinsteigern, wie man das auch aus Crusader Kings 3 schon von mir gekannt hat und auch immer noch kennt. Und dann würde ich sagen, ich freue mich, dass ihr mit dabei seid hier auf dieser wunderschönen Reise zu einem alten, neuen Spiel, wie ich es jetzt einfach mal nenne. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Ganzen. Ihr dürft gerne abonnieren, wenn ihr neue Zuschauer seid, für Strategie-Content jeglicher Sorte, vor allem aus dem Hause Paradox Interactive. Und dann würde ich sagen, gut, natürlich nicht nur Gameplay und Spiele, sondern auch Tutorials, Mod-Reviews, News und vieles mehr. Hätte ich jetzt fast vergessen. Und wir starten einfach mal schön rein. Wir sehen auch viele neue Ladebildschirme. Gefällt mir auch sehr gut. Viele schöne, stimmungsvolle Bilder. Es gibt unzählige neue Events, die auch das Spiel mit einer Nation etwas erweitert. Ich weiß nicht, wie lange wir hier brauchen werden in diesem Projekt. Das wird relativ spannend. Wir spielen natürlich im Ironman-Modus, um hier jeglichen Betrugsvorwürfen gleich vorzubeugen. Und weil es eigentlich irrelevant ist, weil das ist eigentlich nur für die Achievements. Und die Cheat-Konsole kann man eh nicht mehr nutzen, wenn man nicht den Debug-Mode aktiviert. Und wenn man den Debug-Mode aktiviert, dann kann man ja sowieso... Ach, egal. Wir haben Rom, das ist der 1. Oktober AVC. Das ist 304 Jahre vor Christus. Konsul ist Publius Sempronius und unser Zweitkonsul ist Publius Sulpicius. Beides ganz akzeptable militärische Befehlshaber. Ja, religiös sind sie sogar etwas mehr. Diplomatisch sind sie jetzt nicht so bewandert und das andere, das hier ganz recht. Ich weiß gar nicht, was das ist. Verwaltung? Da müssen wir mal gucken. So, natürlich geben wir dem Ganzen einen entsprechenden Spielstand, nennen das Iron Man Rom für YouTube. YouTube, genau, YouTube. So. Senatus Populusque Romanus. Seit über 20 Jahren führte die im Entstehen begriffene Römische Republik einen harten Feldzug gegen das samnitische Volk im Süden. Obwohl der Sieg oft nicht einmal mehr ansatzweise greifbar schien, endete der Krieg zugunsten von Rom mit der Befreiung der griechischen Stadt Neapolis. Das samnitische Volk jedoch, das sich zurückgezogen hat, um seine Wunden zu lecken, ist weit davon entfernt, besiegt zu sein. Im Norden beobachtet das etruskische Volk mit Besorgnis die Ausdehnung der Republik. Im Süden verschwören sich einige griechische Stadtstaaten heimlich, na so heimlich nicht, wenn wir es wissen, während sie ihre Wohltäter in Griechenland um Hilfe bitten. Auf der fernen Insel Sizilien droht die fremdländische Invasion des mysteriösen karthagischen Imperiums, das prekäre Gleichgewicht der Kräfte in der Region zu stören. Wird Rom siegreich hervorgehen oder angesichts innerer Spannungen und Barbarenhorden ausgelöscht? Das kennt man irgendwo her, ne? So 800 Jahre später. Das Schicksal der Republik Roms liegt in meinen Händen. Logischerweise, wessen auch sonst. So, wir haben jetzt hier im Süden die Samniten, das sind die hier. Dann haben wir im Norden die Etrusker, das sind die Boys, Etrurien. Und dann haben wir ein paar Vasallenstaaten, unter anderem Sabinien, Marsien, Pelignien, und ich glaube noch einer, oder? Waren die Nukerier nicht auch mein Vasall? Das ist nicht gerade komplett, der ist auch mein Vasall. Genau, stimmt. Die vier waren das. Habe ich jetzt jemanden vergessen? Nein, vier Stück haben wir, genau. Die Frentanier, die Pelignianer, die Nukerier und die Marsianer. Und die, achso, die Sabinier sind gar kein Vasall von mir. Noch nicht. Ist aber nicht so nett. Haben die denn Freunde? Ne, die haben keine Freunde. Das ist sehr schön. Krieg erklären können wir jetzt aktuell nicht. Weil wir können vom 1. November keinen Krieg beginnen, was ich sehr schade finde. Aber ist halt gemacht, damit mich direkt irgendwelche Möglichkeiten hier abuse. Was wir allerdings direkt mal machen werden, ist, wir schauen uns mal kurz unsere Erfindung an. Wir haben nämlich direkt 8 Innovationspunkte. Und die können wir dann quasi auch direkt investieren in bestimmte Punkte, wo wir die rein investieren wollen.
Können wir anfangen, entweder mit materieller Wirtschaft, Armee, Gewichtsmodifikator minus 10%. Kann quasi mehr Truppen auf dem Gelände haben, denke ich mal. Dann haben wir rhetorische Fortschritte. Aggressive Expansionsverringerung ist sicherlich nicht schlecht. Aber Loyalität von Charakteren ist aber auch sehr nice, weil ich bin ja grundsätzlich jemand, der immer einen Wert auf hohe Loyalität legt tatsächlich. Wenn es keine Bürgerkriege gibt. Aber wir machen auch aggressive Expansionsauswirkungen minus 2,5%. Das sieht man hier oben, die aggressive Expansion. Wenn die höher ist, werden andere Nationen natürlich eher gegen einen agieren. Und wenn sie niedriger ist, dann natürlich nicht. Ja, ich habe monatlicher Beliebtheitszuwachs. Ist gar nicht so schlecht. Können wir auch direkt am Anfang mal freischalten. Wir spielen ja immer den jeweiligen Herrscher, der gerade an der Macht ist. In unserem Fall wäre es dann quasi der Konsul. Das sind ja immer wir. Und dann sollte man immer gucken, dass er möglichst beliebt ist. Denn umso beliebter ist, desto mehr kann man auch machen quasi. So, wir bekommen 95 Forschungsgeschwindigkeit. Die Forschungspunkte hängen vom Charisma ab. Da hat er aktuell 9. Also sind wahrscheinlich eh schon immer die besten drin. Könnte ich mir das mal vorstellen. Da haben wir noch 5 Punkte zur Verfügung. Gehen wir mal auf militärisch ein bisschen. Militärische Provinzinvestitionskosten minus 10%. Armeegewichtsmodifikator minus 10%. Haben wir noch Disziplin? Disziplin klingt auch gut. Kann uns natürlich später in den Schlachten gut helfen. Anfangserfahrung. Versorgungswert plus 10%. Das klingt auch gut. Und dann machen wir den letzten Punkt noch in zivile Forschung. Nationale Produktion plus 3%. Das klingt doch auch gut. So. Das nächste, was wir machen. Wir kümmern uns um unsere Omen. Und da holen wir uns wahrscheinlich den Bonus für Krieg. Das ist auch gleich das Passende, glaube ich. Das Einzige, wir könnten noch mal kurz vielleicht den Bonus ändern. Aber ich glaube eigentlich Armeemoral plus 3% und Disziplin plus 6,31%. Das können wir eigentlich so lassen. Das tun wir mal aktivieren. So, wir haben 3 Schätze, 2 weitere Schätze können in den Provinzen gefunden werden, die wir aktuell besitzen. Mhm. Tempel von Rom hat auch eine heilige Stätte bereits. Wir haben ja noch nicht, was? Achso, Ideen, stimmt. Darum müssen wir uns auch noch kümmern, das machen wir auch nochmal kurz. Wir haben ja die Möglichkeit, sobald ich es finde, ich bin manchmal selber noch ein bisschen verwirrt hier mit den... Wo ist es denn, hä? Ist es bei Diplomatie? Nee. Kann ich da mal die Ideen festlegen? Bin ich jetzt blöd? Ach da. Entschuldigung. So, wir können ja hier 3 Boni auswählen. Aus diesen 4 Kategorien. Militärisch und Redekunst. Wenn wir das so machen würden, erhalten wir Boni, nämlich Loyalität von Charakteren plus 5 und freie Männerzufriedenheit plus 8%. Das kriegen wir aber nur dann, wenn wir auch wirklich die Punkte jeweils aus den Kategorien belegen. Ja, hier muss zum Beispiel Redekunst-Idee sein und hier müssen 2 militärische Ideen sein. Ist es nicht weiter schlimm. Wir nehmen jetzt hier einmal Moral. Und nochmal Moral. Erholung. Und bei Redekunstideen machen die Loyalität hoch. So. Jetzt haben wir schon aktuell maximalen Loyalitätsbonus. Und jetzt bekommen wir auch das hier nochmal. Also nochmal plus 5 Loyalität. Und eben die Zufriedenheit steigt. Jetzt mal ganz kurz gucken bei unseren Charakteren, die wir jetzt aktuell haben. Nein, nicht Makromenü. Hier zum Beispiel bei unserem Publius Sempronius Sophus. Bin das nicht sogar ich? Bin glaube ich sogar ich, oder? Ja, das bin ich. Okay, schau mal bei ihm hier. Loyalität 66 ist jetzt natürlich nicht so gut, aber steigt eben schon mal um 10 durch unsere Forschungen. Ansonsten wäre es 45. Naja gut, 45 wäre schon kritisch. Nee, Grundwert, 5, Entschuldigung, dann wäre es 56 wäre es dann. Jetzt haben wir aktuell 67. So, habe ich glaube ich soweit alles gemacht. Unsere militärische Stärke können wir uns mal kurz angucken. Legion haben wir natürlich keine, das müssen wir nachher erst freischalten. Dann schalten wir über die Gesetze frei, die wir auch irgendwo hier in diesen Menüs finden. Bei Gesetze haben wir da die Militärreform. Kann man dann auf die punischen Reformen gehen. Das ermöglicht es uns schon mal eine Legion auszuheben. Dann später die Marianischen Reformen ermöglichen es uns, unbegrenzt viele Legionen auszuheben. Ansonsten haben wir kein stehendes Heer mehr. Eine der Neuerungen in Imperator Rome 2. Darf ich Imperator Rome 2 sagen? Schon, oder? Unser Armeesystem funktioniert jetzt so, dass wir Aufgebote haben. Und diese Aufgebote können wir dann quasi ausheben, wenn Krieg herrscht, ne? Die
beziehen sich dann quasi auf die Kultur in einer Provinz. Zum Beispiel hier in Italien. Natürlich vor allem italienische Kultur. Dann haben wir natürlich auch italienische Truppentypen. Das sind alles quasi die Truppen, die man auch als Rom hätte rekrutieren können damals. Das geht jetzt halt einfach passiv. Eine Neuerung ist zum Beispiel auch, wenn man das aushebt, dann fehlen hier quasi in der Provinz diese Pops, ne? 30 Pops werden hier rekrutiert. Und dann fehlen die natürlich auch von der Produktion her, ne? Also da wird dann quasi weniger produziert, weniger Einkommen. Und wenn die sterben, kann es auch sein, dass die in der Provinz sterben. Das ist auch möglich. So, jetzt schauen wir kurz nach Handel. Und zwar möchte ich, dass alle Handelsanfragen angenommen werden. Das wird dann auch gleich unser Einkommen erhöhen. Wirtschaftlich können wir noch einstellen, wie das mit Einkommen etc. ausschaut. Ich glaube, das lassen wir erstmal, weil wir eh gleich Krieg führen. Deswegen passt das soweit. So, Spionageaktionen. Anspruch figieren. Machen wir auf die Provinz von Picenum. Weil eigentlich beides bräuchten, ne? Machen wir erstmal. Anspruch fingieren auf Tuscan. Eine Sache wollte ich noch machen. Was war das schon wieder? Eine Sache hatte ich noch vor, die ich schnell machen wollte, bevor wir das Spiel endpausieren. Ich hab's wieder vergessen, das kann doch nicht sein. Ah, Missionen war's, Mama Mia. Wir haben unsere erste Mission. Römisches Italien. Seit der Gründung Roms durch Romulus vor hunderten vor Jahren hat sich unsere stolze Stadt mit unseren italienischen Nachbarn gestritten und um die Kontrolle über die Küste und Städte Latiums und Kampaniens gekämpft. Unsere jüngsten Siege über die Etrusker und Samniter haben unsere Überlegenheit bewiesen und es ist klar, dass es Rom ist, das dazu bestimmt ist, die italienischen Völker zu vereinen und sie zum Ruhm zu führen. Die Abschlusskriterien, um diesen Missionsbaum abzuschließen, ist die italienische Halbinsel zu erobern oder zu unterwerfen. Dabei können wir dann auch gleich mal ein paar Sachen machen. Die italienischen Verbündeten können wir nicht vernichten, aber wir können ermutigt Expansion machen. Oder? Nee. Nee, das können wir nicht machen. Das ist das Einzige, was wir machen können aktuell. Ermutigt Expansion. Das haben wir nämlich in den nächsten 365 Tagen. Viele Events, die jetzt aufploppen werden, um eben Ansprüche auf andere Gebiete unter anderem auch zu fingieren. Das Einzige, was ich kurz nochmal machen möchte, ist die SFX Sounds etwas leiser, weil ich immer sehr nervig finde, wenn er so laut ist. Also für euch, für mich selber nicht, mir ist es ja egal. Aber ich möchte natürlich, dass ihr hier nicht 24/7 ein Geklicker und Geklacker im Hintergrund hört. So, unser erstes Ziel sollten eben die Picenter sein, beziehungsweise Picenum in Sabinien, oder in dem Fall war es natürlich dann Tuscan. Von Geiern umgeben, Publius Decius Mus bringt wichtige Neuigkeiten. Picentien und Umbrien planen den Untergang Roms. Publius, der sich der Hysterie nähert, verflucht ihr Bündnis mit dem Ziel, unser Land unter ihnen aufzuteilen. Es gibt wenig Beweise für eine Invasion, aber der Senat wurde erfolgreich in Rage gebracht. Rom lässt sich nicht einschüchtern. Rom hält Ansprüche auf alle pikentischen und umbrischen Territorien in Italien und Magna Graecia. Ah. Oder aber wir sollten nicht voreilig sein. Das würde uns 5 Beliebtheit kosten. Die Meinung von den Kollegen würde steigen. Das juckt mich aber nicht. Ich würde sagen, wir lassen uns nicht einschüchtern. Jetzt habe ich automatisch Anspruch erhalten. Jetzt kann ich das sogar abbrechen, wieder rein theoretisch. Kann ich aber gar nicht mehr. Ich habe ja eh schon den Politik-Einfluss gezahlt. Aber wir haben jetzt einen Anspruch auf alle Gebiete von den Sabinien und den Umbrien. Das heißt, wir könnten jetzt rein theoretisch sogar den ersten Krieg erklären. Die haben allerdings Etrurien als Verbündete. Da. Ah, es gibt übrigens noch einen Waffenstillstand. Da, okay. Wie läuft denn der Waffenstillstand? Na, Bündnis, Importe. Kriegsgrund. Wo ist denn hier Waffenstillstand mit Etrurien? Ne, ich habe doch nur einen Waffenstillstand mit Etrurien. Aulus Verginius spricht über die lange Fehde mit den Sabinern. Jeder Römer weiß von der Entführung der Sabinerinnen durch unsere tapferen Vorgänger, ihren Ehen und ihrem Schachzug einen Krieg zwischen ihren Vätern und Ehemännern zu vermeiden. Aber wissen Sie auch, dass die Sabiner in unseren letzten Kriegen mit den Samnitern zusammengearbeitet haben? Es ist an der Zeit, das, was begonnen wurde, zu beenden und die Sabiner vollständig zu annektieren. Nein, ich würde sagen, das machen wir nicht. Die Sabiner bekommen nochmal eine Chance von mir. Ich weiß, wo sind die überhaupt? Ach stimmt, die Gebiete gehören ja auch noch zu mir. Ha! Darf man gar nicht vergessen. Das vergisst man immer so gerne, dass man hier oben auch noch Gebiete zu einem gehören. Warte mal, das waren die Sabiner.
Ah ja, komm, das ist hier das typische Tarnen und Täuschen. Ne, auf der einen Seite gebe ich vor, ein Freund zu sein, auf der anderen Seite schmiede ich bereits Expansionspläne. Das Schicksal Italiens, Quintus Marcius Philippius bietet die Kurierumstelle. Rom hat gediehen, indem wir die Interessen der Republik an vorderster Stelle gesetzt haben und die Götter haben ihre Liebe zu Rom gezeigt. Wir sind bereit, ganz Italien zu regieren, wenn unsere kleinen Streitigkeiten beiseite geschoben werden und unsere Kräfte gebündelt werden können. Wenn wir nur den Mut hätten, den Moment zu nutzen, wäre ewiger Ruhm und Ehre die geringste Belohnung. Rom meldet Präventivangriff, Ansprüche Fingierungsgeschwindigkeit plus 0,5 für 15 Jahre circa. Oder wir erhalten Anspruch Fingierungskosten sinken um 10%. Oh. Die Kosten verringern, glaube ich. Ist etwas besser. So, die Fretan, das sind meine Untertanen hier, die Fretanier. Was ist mit euch? Was seid ihr? Das sind meine Untertanen, die sind meine Untertanen. Irgendjemand nicht mein Untertan? Das war auch mein Untertan? Ne, also alle hier. Was ist mit euch? Picentia. Die haben Waffenstillstand mit Umbrien. Die haben Bündnisse mit Sabinien und Ancona. Ich muss gleich niesen. Davon mal abgesehen. Entschuldigung. Mach mal gleich. Die Macht Roms. Quintus, stolzer Sohn der edlen Apelius-Familie, hält eine Rede in der Curia Hostilia. Seine Geschichten über die größten Siege unserer Vorfahren ermahnen den Senat, ihre eigenen Erfolge in Einklang mit diesen zu bringen. Schließlich hält er mit funkelnden Augen einen herzlichen Appell darüber, dafür zu sorgen, dass unsere Feinde nie die Gelegenheit erhalten, die heilige Republik unserer Vorfahren zu bedrohen, wofür er begeistert Applaus hält. Dieser Mann sollte eine Rede an die Soldaten halten oder verteilt eine Abschrift der Rede. Er soll an unsere Soldaten reden. Und es geht hier um die Provinz von Aternum oder Picenum. Picenum. Aternum. Wir gehen jetzt dann wahrscheinlich mal auf Picenum. Und bei Aternum wahrscheinlich besser. Das Ding ist, pass auf. Aternum ist eine richtig gut entwickelte Provinzhauptstadt, glaube ich. Während das hier einfach nur die Nebenprovinzen sind. Das heißt, wir könnten die ja nicht mehr schwächen, wenn wir den Aternum nehmen. Deswegen machen wir das. Wir holen uns Aternum. Rufen natürlich alle unsere Untertanen. Wir haben weniger als 60% Senatsunterstützung, deswegen bekommen wir Tyrannei. Aber das ist jetzt nicht weiter schlimm. Das muss man halt auch einfach mal hinnehmen. Was wir jetzt natürlich dann machen können, ist unsere Armeen ausheben. Wir heben jetzt einfach mal nur unsere italienischen Hauptlegionen aus. In Italien 16.500 Mann. Unter natürlich mir. Publius Fabius Sophus, Konsul Roms und meines Zeichens der Bringer von Kriegen und Siegen. Wir haben dann noch die historischen Kriege. Gaius Junius Bubulcus hält eine Rede über die Militärtradition unserer Republik. Unsere Vorfahren haben tapfer gekämpft, um die Stadt Romulus vor unseren tyrannischen Nachbarn zu schützen. Wir sollten uns daran erinnern, was aus diesen Invasoren geworden ist. An die Sabiner, deren Frauen wir nach Rom verschleppt haben, und an den etruskischen König Lars Porsena, den Horatius Cocles tapfer am Pon Sublicius aufhielt. Mögen sie es nie wieder wagen, die römischen Mauern zu bedrohen. Angriff ist die beste Verteidigung, das ist auch ganz meine Meinung. Deswegen hier jetzt auch bereits der erste Krieg gegen die Picentia mit ihren hündischen Verbündeten, den Sabiniern und den apropos Sabinien. Da könnte man vielleicht nachher bei den Friedensverhandlungen sogar was kombinieren. Schauen wir mal ganz kurz, aber wir werden sehen. So, unsere Untertanen heben ebenfalls Truppen aus. Können wir hier? Die hinterlistigen Umbri. Lucus Postumius Mingilus steigt auf das Podium und beginnt über die Umbri zu reden. Verehrte Senatoren, einige von euch mögen sie als kleine Schafhirten abtun. Aber sie griffen erst vor ein paar Jahren auf der Seite der Samniter ein und verteidigten unsere Feinde. Sie haben jahrhundertelang mit den Etruskern gerungen, stehen aber immer noch aufrecht. Können wir zulassen, dass solch ein Feind unterschätzt wird? Sie müssen sich Rom unterwerfen oder sie sind kaum eine Bedrohung. Alles und jeder muss sich Rom unterwerfen. Wo sind denn die Umbri? Die müssen doch hier oben irgendwo sein, oder? Rein theoretisch müssten doch die Umbri sich hier irgendwo aufhalten. Man sieht sie aber nicht. Ich sehe sie auch nicht.
suchen wir mal die Umbri. Ach so, Umbrien oder was? Ah, meine jetzt mit Umbri, Umbrien? Das kann gut sein. Das ist aber blöd beschrieben, meine Damen und Herren. Dann könnt ihr doch bitte die Umbrianer schreiben. Für so dumme Viecher wie mich. Die das dann eigentlich wieder nicht kapieren. Gesamttruppenanzahl sieht man hier übrigens gerade beim Feind nicht. Wir sehen nur unsere Truppenanzahl, die ist auf alle Fälle gut. Und jetzt geht es um Etruskien. Die etruskische Bedrohung. Die etruskischen Staaten haben immer wieder aufs Neue ihre Feindseligkeit gegenüber Rom bewiesen. Bei jeder Gelegenheit arbeiten sie wie Schlangen mit den Umbriern und Samniten zusammen. Unser großer Sieg bei Lacus Videmo hat ihre Schwäche offenbart und sie sind reif für eine Invasion. Natürlich. Wie auch sonst. Die machen uns jetzt quasi mit allen hier unbeliebt. Was man übrigens auch machen kann, habe ich auch letztens mal wieder ignoriert für mich selber. Man kann natürlich seine Truppen auch teilen. Das habe ich natürlich jetzt auch wieder ignoriert in einem Anfall von geistigen Wahnsinn. Und hier gibt es die erste Schlacht. Okay, das war eine schnelle Schlacht, die ging sehr schnell. Wir haben 1000 Mann auf feindlicher Seite getötet und haben nur 125 schwere Infanterie verloren. Natürlich, der erste Sieg für Rom. Die erste Schlacht war erfolgreich für das römische Vaterland. Ich schicken wir mal nach oben zu den sabinischen Territorien. Ihr erobert das... Oder warte mal, erobert erstmal die Provinz hier zurück. Oh, Moment, es gibt noch eine Schlacht. Zusammen in Kombination mit dem nächsten Event. Das ist übrigens, falls euch wundert, das sind alles eben die Events aus der Quest-Reihe, die wir angefangen haben, ganz am Anfang. Ne? Also nicht wundern, woher diese ganzen Events auf einmal kommen. Heute hier Quintus Marcius Tremulus, eine Polemik gegen die Samniten. Ah, die Samniten, ne? Samnium bedroht erneut unsere Tore und verbirgt ihre schlechten Absichten hinter trojanischen Plattitüden. Wie viele Kriege müssen wir führen und gewinnen, bevor sie sich ergeben? Wie viele Männer, stolze Römer, müssen sterben, bevor unsere südlichen Grenzen in Sicherheit sind? Nicht viel mehr, sage ich. Die Schande an den caudinischen Pässen muss ein für alle Mal mit samnitischem Blut gereinigt werden. Ich stimme ihm zu, im Großen und Ganzen. Und hier gibt es die erste richtige Schlacht. Auf unserer Seite kämpfen circa noch 7800 Mann gegen 1300 aus dem Hause Picentien und Ancona. Also, insgesamt waren 2500 Mann auf feindlicher Seite beteiligt. Also steht auch da unten natürlich. Davon sind 1200 gefallen, bei uns sind nur 615 gefallen. Wir können die Verluste natürlich auch deutlich besser ausgleichen. Und dann würde ich sagen, das war's mit der ersten Folge. Die Basics sind erklärt und gezeigt. Der Beginn wurde gesetzt und wir sehen uns nächste Folge wieder zu Imperator Rome mit Rom. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.